Sehr geehrte BOKU-Angehörige, liebe Studierende vor dem Bildschirm, mein Name ist Hubert Hasenauer, ich bin hier der Rektor der Universität für Bodenkultur und ich darf Sie sehr herzlich zur ersten Online-Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe Studierende im Diskurs begrüßen. Diese Serie Studierende im Diskurs haben wir vor circa 2 Jahren begonnen und ist eine Kooperation zwischen der ÖH und dem Rektorat, wo wir uns zu kritischen Themen und auch Gäste einladen wollen, damit wir hier an der BOKU diesen kritischen Diskurs mit der Gesellschaft und mit öffentlichen Vertretern pflegen können. Anlässlich der aktuellen Ereignisse ist heute unser Diskussionsthema Corona als Bewährungsprobe, aber mal nicht aus der medizinischen Sicht, sondern aus, wie es zur BOKU passt, wie viel Natur braucht die Stadt. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute als unseren Ehrengast Frau Vizebürgermeisterin außer Dienst Maria Vasilaco hier bei uns begrüßen dürfen. Sie ist eine Expertin für die Stadtentwicklung und war, wie gesagt, früher Vizebürgermeisterin hier in Wien und war vor allem zuständig für Themen, die der BOKU sehr wichtig sind, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und natürlich auch Bürgerinnenbeteiligung. Ebenso begrüßen darf ich unsere Moderatorin, Frau Universitätsprofessorin Lilli Litschka. Sie ist die Leiterin des Institutes für Landschaftsarchitektur hier an der BOKU und natürlich damit auch mit Grünflächen sehr vertraut. Und seitens der ÖH freut es uns, dass Christina Kasbauer hier unter uns ist. Ich darf Sie somit recht herzlich begrüßen und wir sind hier im Hörsaal des Türkenwirts. Und wie Sie sehen, ich hoffe, Sie können es sehen, der Hörsaal ist leider, muss man sagen, leer. Normalerweise sind hier 400 Studierende und die früheren Veranstaltungen war der Hörsaal voll und wir hatten noch Übertragungen in andere Hörsäle, aber die Gesundheit ist wichtig und wir wollten auch unbedingt die Serie weiterführen, so haben wir uns für dieses Format entschieden. Es freut mich somit, dass ich Sie hier zum Livestream begrüßen darf und möchte noch darauf verweisen, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen unter der E-Mail-Adresse Studierende im Diskurs zusammengeschrieben, Klammeraffe BOKU.ac.at oder via Live-Chat im Stream auf YouTube. Ich wünsche Ihnen eine interessante Diskussion und darf meine liebe Kollegin, Frau Professorin Litschka, bitten, unseren heutigen Ehrengast zu begrüßen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich mache das sehr gerne und möchte ganz kurz zur Vita von Maria Vasilaco einführen, dass sie eine sehr bewegte und sehr bemerkenswerte Vergangenheit hat, die wirklich eine sehr steile Karriere auch aufweist und von besonderen Fähigkeiten zeugt, weil es nicht selbstverständlich ist, denke ich, eine derartige Laufbahn zu machen. Sie war also auch in der ÖH, das ist vielleicht für die Studierenden interessant, sehr engagiert im Sozialreferat 1991 und war 1993 Ausländerreferentin und wurde 1995 als Spitzenkandidatin der Grünen Alternativen gewählt, wurde dann allerdings nicht anerkannt, was der damalige Wissenschaftsminister abgelehnt hat aufgrund der Staatsbürgerschaft. Und später war sie im Grünen Club im Wiener Rathaus und ÖH-Generalsekretärin. Also eine Laufbahn, die an der Universität als Studierende begonnen hat und sich dann fortgesetzt im Wiener Gemeinderat als Integrationssprecherin wiederum, auch der Grünen, 1996. Und als die Koalition mit der SPÖ im Wiener Gemeinderat 2010 Realität wurde, ist Maria Vasilaco als erste grüne Vizebürgermeisterin und Stadträtin für viele Ressorts, der Herr Hasenauer Rektor hat es schon erwähnt, Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und Bürgerinnenbeteiligung eingezogen. Die erste Vizebürgermeisterin, die erste grüne Vizebürgermeisterin, die erste grüne Stadträtin, also eine Summe von Alleinstellungsmerkmalen. Sie hat dann in ihrer Zeit als Vizebürgermeisterin etliche Projekte betrieben. Das ist, glaube ich, sehr vielen bekannt.
auch sehr erfolgreich. Zu den erfolgreichen zählt die Maria-Hilfer-Straße in Wien, die jetzt verkehrsberuhigt ist. Es zählt dazu ganz wesentlich die Jahreskarte für die Wiener Linien, ein Meilenstein, würde ich sagen, die um 365 Euro im Jahr seither erhältlich ist, und auch die Parkraumbewirtschaftung, die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und die Ausdehnung des Radverkehrsnetzes, das mir besonders aufgefallen ist als Radfahrerin natürlich. Ich hatte auch die Gelegenheit, schon öfter im Gespräch mit Maria Vasilaco ihren Standpunkt zu stadtplanerischen Themen kennenzulernen, auch als Auftragnehmerin, wo wir als Institut hier an der BOKU für die Stadt Wien tätig sein durften und einige Studien zu dem Thema im weitesten Sinn der klimafreundlichen Stadtentwicklung durchgeführt haben. Wir werden da vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen. Ich möchte Sie jetzt in Ihrer vielleicht auch neuen Funktion auch ansprechen. Und zwar ist sie Beraterin in urbanen Strategien, in Stadtentwicklung, auch auf europäischer Ebene, und ist in dem Expertenboard des Urban Europe Horizon 2020 Programms, und zwar der Sparte Climate Neutral Smart Cities. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier bei uns und um einleitende Worte ersuchen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, für mich ist es natürlich jetzt sehr ungewohnt, vor einem leeren Hörsaal zu sprechen. Bin aber auch dankbar dafür, als ich dachte, dass ich den Rest meines Lebens in meinem Wohnzimmer in einem Remote-Meeting verbringen muss, kam diese Einladung und erlöste mich und gab mir die Möglichkeit, das allererste Mal mein Wohnzimmer zu verlassen und in einen echten Raum, und sei es auch in einen leeren, zu sprechen. Ich freue mich also auf diesen Abend und werde sprechen über unsere Stadt. Ich werde sprechen über die Lehren aus der Covid-Krise. Ich werde sprechen davon, was wir hoffentlich mitnehmen können. Und ich schicke vorweg, ich eigne mich nicht als Prophetin des Bösen. Ich werde daher nicht sprechen über all das, was schwieriger und furchtbarer werden wird. Also das überlasse ich anderen. Ich möchte viel lieber sprechen über das, was sich bewährt hat. Über das, was wir in Wien eventuell schon in der Vergangenheit gut gemacht haben, worauf wir stolz sein können, was wir aber auch, wie gesagt, mitnehmen können, was wir nicht über Bord werfen dürfen, sondern ganz im Gegenteil, wovon es viel mehr braucht. Denn meine Erfahrung ist es, dass Menschen grundsätzlich nach negativen Erlebnissen, nach Krisen in der Regel dazu neigen, schlicht und ergreifend sehr viel von dem, was vorher gut war, sich nicht anzuschauen, sondern sich eher nur auf das zu konzentrieren, was nicht gut funktioniert hat, mit dem Ergebnis, dass man dann, wie gesagt, das, was man ausbauen soll, das, worauf man bauen soll für die Zukunft, ein Stück weit vernachlässigt. Notabene, international gibt es derzeit eine sehr, sehr intensive Debatte. Ich habe die letzten Wochen in ich weiß nicht wie viele Webinars verbracht und mir das alles angehört, was Städte derzeit diskutieren, was man braucht, welche Kontroversen es gibt. Davon wird ein wenig auch die Rede sein. Doch zunächst, wie gesagt, geht es mir darum, was macht Wien resilient? Und wieso im internationalen Vergleich haben wir einiges doch besser bewältigen können? Abseits natürlich jetzt des Gesundheitssystems. Das sind andere Berufe, um darüber zu reden. Geht es mir um die Stadtentwicklung? Geht es mir um den Städtebau? Und darin wollen wir jetzt einen tieferen Blick werfen. Ich fange also an mit einem Bild aus früheren Zeiten. Zur Provokation möchte ich fast sagen. Ein Bild von Stadt. Ein Bild von Stadt, wie wir sie lieben und wie wir sie schätzen. Und dieses Bild habe ich deshalb ausgesucht und als erstes mitgebracht, denn diese Krise, eines der sehr fiesen Dinge, die diese Krise macht, ist, dass sie die Dinge angreift, die wir an Stadt lieben. Die Art von Stadt, die wir lieben. Und meine Botschaft heute ist, es ist trotzdem auch eine Chance,
wenn wir manche Dinge richtig hinkriegen, dass wir sie nutzen als Chance, um die Stadt noch lebenswerter zu machen. Um erst recht die Städte weltweit zu bauen, die wir lieben und in denen wir leben wollen. Aber wenn wir es richtig machen. Ein weiteres Bild, genauso aus vergangenen Tagen, von Stadt, wie wir sie lieben und schätzen und wie sie sicher auch wieder kommen wird. Nun, hier in Wien hat man so oft gehört, dass man es nicht mehr hören kann. Und man schmunzelt auch ein bisschen abschätzig in der Regel, wenn man hört, dass wir seit 10 Jahren jetzt ungebrochen bei Livability Rankings die Nummer 1 sind. Zum Beispiel in der Mercer, im Mercer Ranking, zum Beispiel aber auch in den vergangenen 2 Jahren etwa im sehr seriösen und weltweit anerkannten Economist Ranking und viele weitere mehr. Das ist kein Zufall und dieses Bild, das ich heute auch ausgesucht habe, um mitzubringen, könnte auch ein Stück weit erklären, warum wir so eine lebenswerte Stadt sind. Es zeigt ein Stück weit die Mischung, die die Stadt hat, es zeigt ein Stück weit die Kraft und es ist auch ein Ort, an dem sehr viele Wienerinnen und Wiener diesen Sommer, in dem es heißen wird, Urlaub im Inland und Urlaub eigentlich zu Hause, Urlaub in der eigenen Stadt, nun diesen Ort werden sie sehr zu schätzen wissen. Es ist aber auch kein Zufall, dass es diesen Ort in dieser unberührten, unnutzbaren Art und Weise gibt. Auch das sind kluge Entscheidungen der Vergangenheit, auf die wir bauen können, erst recht jetzt in der Krise. Dazu gibt es natürlich eine Vielzahl an strategischen Dokumente, auf die werde ich jetzt nicht eingehen, langweilig soll es nicht werden. Die gibt es alle im Internet, ich empfehle allen, die es interessiert und die das noch nicht getan haben, einen Blick da hineinzuwerfen. Stadtentwicklungsplan, Masterplan, Verkehr, Fachkonzept, Grünräume, Freiräume, Bürgerbeteiligung, whatnot. Ja? Also zu allem gibt es detaillierte strategische Papiere, die schlussendlich belegen, was sich die Stadt vorgenommen hat in den vergangenen Jahren, wohin die Reise geht. Und jede und jeder kann für sich dann auch bewerten, ob es auch gelungen ist. Und nun ein Bild der Stadt, wie ich sie liebe. Und wieder ein Bild, das zeigt, was Wien so resilient macht. Ein Bild aus den Weinbergen. Übrigens kaum ein anderes Gebiet in unserer Stadt steht derartig unter Druck, unter Entwicklungsdruck derzeit. Und der Kampf, den es gegeben hat in den vergangenen Jahren, diese Weinberge so zu belassen als Weinberge und nicht zu Villenvierteln werden zu lassen, in doch durchaus sehr begehrten Lagen mit wunderbarem Ausblick, ist auch erneut ein Beleg dafür, was die Stadt resilient macht, worauf wir bauen können, worauf wir uns verlassen können und was uns das Leben auch in den nächsten Jahren doch sehr, sehr, sehr viel leichter machen wird im Vergleich zu anderen Städten, die diese Entscheidungen nicht getroffen haben. Denn wenn man den Prognosen glaubt und es an die 3 bis, manche sagen sogar, bis zu 5 Jahren dauert, bis man eine vollständige Recovery hat. Nein, einmal mehr, meine Prognose ist nicht, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Doch, wie gesagt, mit Blick darauf, dass das Reisen eingeschränkter sein wird, zumindest in der nächsten Zukunft und für einige Zeit, und dass man doch sehr viel mehr Zeit in der eigenen Stadt verbringen wird, weiß man plötzlich sehr zu schätzen, was man da vorfindet. Und ich fange an also mit diesen 7 Punkten, die ich mitgenommen habe für heute und auf die ich kurz eingehen möchte. Ein bisschen was natürlich zu jedem dieser Punkte. Ich freue mich dann auf die Debatte später. Wir werden ja sehen, was schlussendlich für das Publikum interessant ist und wo das Publikum gerne tiefer hineinschauen möchte. Also Hashtag Stay Home. Ja? Ich sage an dieser Stelle, gut, wenn man ein Zuhause hat, wo man bleiben kann. Wie man sieht, in vielen Städten war es so nicht. Ich denke zuletzt an London, wo etwa Menschen schon so weit waren, dass sie sogar Bett geteilt haben. Wie man dort zu Hause bleibt, dort sind gerade die Ausgangsbeschränkungen verlängert worden. Darüber wollen wir kurz nachdenken. Wir in Wien haben es anders. Und somit bin ich bei meiner ersten These, was Wien so resilient und so einmalig macht und wirklich darauf können wir stolz sein, ist ein Jahrhundert Tradition im sozialen Wohnbau. Ja, man sieht es hier mit einem ausgezeichneten Beispiel, dass der Raimundhof
aus, wie gesagt, dem letzten Jahrhundert, aus dem 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, weil es einfach so eine unglaubliche Qualität hat. Und ich spreche hier von einer robusten Qualität mit Wasser, mit ausreichend Grünraum, mit halb privaten sozusagen Räumen und auch privaten Räumen, die einem die Möglichkeit geben, wirklich mit hoher Qualität, bei hoher Qualität zu Hause zu bleiben. Das ist, was es damals war. Das ist, wie heute der geförderte Wohnbau aussieht. Ein wunderbares Projekt am Rudolf-Bethner-Park, das einfach, wie gesagt, einmal mehr verdeutlicht, was es heute sein kann. Gerade in Zeiten, in denen es heißt Stay Home, ich sage einfach, Balkonien beispielsweise ist ein sehr angenehmer Ort, um zu leben. Und wenn ich schon also dabei bleibe, was hat sich bewährt und worauf soll man schauen für die Zukunft, dann sind es diese besonderen Qualitäten, auch und insbesondere im Wohnbau. Leistbares Wohnen, Prinzip Nummer eins, leistbares Wohnen für jedermann und jeder Frau, Wohnen einmal mehr mit Freiraum, mit ausreichend Raum, mit Balkonen, mit Loggias, mit einem Stückchen Garten, das man zumindest mitnutzen kann. Aber auch flexibles Wohnen. Mit Blick auf die Zukunft meine ich, dass wir uns konzentrieren sollten stärker auf modulare Bauweisen, auf Einheiten, die verkleinerbar oder vergrößerbar sind, auf robuste Beispiele aus der Vergangenheit, die sich in ihrer Flexibilität sehr gut bewährt haben. Ich denke hier an die Erdgeschosszonen und an die Debatte, die jetzt schon beginnt. Soll man noch Geschäfte einbauen in Erdgeschossbereichen, wo ich sage, in Gottes Namen, ja, unbedingt. Wir wollen ja nicht eine Stadt sein, die schlussendlich abstirbt, die, wo es kein Leben gibt. Also gerade lebendige Erdgeschosse voller Nutzungen sind wichtig. Aber hier braucht es, wie gesagt, auch eine Flexibilität. Das heißt, das gute Beispiel aus der Gründerzeit, das wir kennen, der sehr, sehr flexibel nutzbaren Erdgeschosse, sollte uns auch als Anleitung für die Zukunft dienen. Und last but not least, wenn wir jetzt schon sprechen von Qualitäten, möchte ich auf ein paar Qualitäten eingehen, die ich für zentral finde. Ein zentrales Motto von mir war, ist und bleibt auch für die nächsten Jahre, eine Stadt, die gut ist zu Kindern, ist gut für uns alle, ist gut für jede Generation. Warum? Ich sage, das, was wir uns wünschen für unsere Kinder, ist, dass sie aufwachsen können in einer gesunden Umgebung, dass sie sich frei bewegen können, dass sie spielen können, dass sie Bezug haben zur Natur, dass sie mit dem Wasser spielen können. Und das sind alles Eigenschaften, die wir uns wünschen, auch für uns selbst. Das sind unsere eigenen Sehnsüchte zugleich auch. Bietet man sie nicht im Herzen der Stadt, im Inneren der Stadt, bedeutet es und erst recht jetzt in den Post-Corona-Zeiten das. Es bedeutet, dass junge Paare in dem Moment, wo sie wissen, dass das erste Kind auf dem Weg ist, denn die Tendenz entwickeln, raus aus der Stadt, fahren wir jetzt irgendwo hin, wo es sozusagen die heile Welt gibt, das kleine Häuschen im Grünen. Nichts gegen das kleine Häuschen im Grünen, ich will nicht missverstanden werden, aber dieses drastische Beispiel zeigt schlicht und ergreifend, worin das führen kann und worin es führt in Städten weltweit. Also Los Angelization heißt das Phänomen, ein Teppich aus Einfamilienhäusern. Und wer dort lebt, lebt dann so. Das ist dann die Umkehrung dieser Gleichung. Dann verbringt man den Rest des Lebens im Auto, im Stau, auf dem Versuch, die Kinder zur Schule zu bringen, zur Arbeit zu gelangen, alles zu erledigen, was es braucht. Das ist eben nicht Stadt. Mein Rezept für gute, resiliente Stadt ist das. Da sieht man, was und wie Stadt funktionieren kann. Wie Natur, Bezug zu Natur. Wunderbare Freiräume, Grünräume im Inneren der Stadt geboten werden können. Im Übrigen, was man im Hintergrund sieht, ist übrigens geförderter Wohnbau im Herzen Wiens, nahe, also zwei Schritte vom Prater entfernt, der Rudolf-Bethner-Park, erneut ein wunderbares Beispiel, was es eigentlich bedeutet,
Stadt so zu entwickeln, dass wir dort leben, weil wir dort leben wollen und nicht, weil wir dort leben müssen. Und meiner Meinung nach, das ist eines der Rezepte, weshalb Wien besonders resilient war in dieser Krise und im Übrigen in ökologischer Hinsicht und in klimatischer Hinsicht auch. Ja, das ist schon mal eine gute Überleitung zu meiner zweiten These. Es hieß zunächst Stay Home. Der nächste Schritt wird sein, wie man hört, weltweit Stay in the Neighborhood. Stay in the Neighborhood, wir haben das Bild von davor, da bleibe ich gern. Und noch ein Bild, wie Neighborhood aussehen kann in Wien. Erneut sehen wir die Elemente Wasser, Naturbezug, geförderter Wohnbau im Hintergrund, leistbares Wohnen, Stadtteile so, dass man gern dort bleibt und auch Freizeit verbringt. Und mehr noch, Stadtteile, neue Stadtteile, die stets auch eine Chance für die gesamte Umgebung mit sich bringen. Denn was ich betonen möchte, ist, dass schlussendlich jeder neue Stadtteil so gebaut werden muss, dass er einmal mehr gerade in dichten Gegenden die Möglichkeit gibt, das zu kompensieren, was es eventuell in der Umgebung noch bis dahin gar nicht gab. Das heißt, Stadtteile mit großzügigen, frei zugänglichen, öffentlichen Grünräumen, mit einer grünen Mitte, dicht, durchaus dicht, aber mit Qualität, mit öffentlichen, hochwertigen öffentlichen Verkehrsanschluss, mit kollektiven Parkmöglichkeiten an den Rändern, aber die letzte Meile, die berühmte, also die letzten 500 Meter vielleicht zu Fuß. Stadtteile mit gemischten Nutzungen, Stadtteile voller Leben, wie gesagt, mit lebendigen Erdgeschossen. Noch ein Beispiel, das ist aus dem Hauptbahnhof, also das Beispiel davor ist der Nordwestbahnhof, so wie er entstehen soll in wenigen Jahren ab jetzt. Hier sieht man den Masterplan aus dem Hauptbahnhof. Hier kann man sehen, wie es jetzt aussieht, übrigens aus einer Perspektive dieses Parks, jetzt wo es fertig gebaut ist. Und erneut sehen wir hier genau dieses Prinzip, schlussendlich große, zugängliche Grünräume und dazu leistbares Wohnen. Wieder ein Rendering, Nordbahnhof, also die Stadtwildnis und wie es sonst aussehen kann und was mir wichtig ist. Gerade jetzt in der Corona-Krise, nicht, dass es davor nicht diese Tendenz gegeben hätte hin zu Gated Communities. Ich glaube, das, was Wien besonders resilient macht, ist diese freie Zugänglichkeit. Es gibt in Wien eine gute Durchmischung, es gibt keine No-Go-Areas, es gibt keine Gated Communities und diese Qualität sollen wir beibehalten. Erst recht, wie gesagt, auch in Zeiten, in denen in Städten weltweit die Tendenz verstärkt wird, Richtung Gated Communities zu gehen, Richtung heile Welt, Richtung alles, was irgendwie als Bedrohung wahrgenommen wird, draußen zu halten, am besten mit Zäunen. Erneut ein Beispiel und damit bin ich auch schon, wenn wir schon sprechen von Stay in the Neighborhood, natürlich ist schlussendlich ein polyzentrisches Konzept, in dem alles, was man braucht, in Gehdistanz gefunden wird, in der eigenen Nachbarschaft von besonderer Bedeutung. Ich habe einen Markt ausgesucht, weil ich im Übrigen der Meinung bin, dass Märkte eine Revival erleben werden in den nächsten Jahren. Wo wir sie haben in Wien, haben sie sich unglaublich bewährt. Und gerade jetzt, wo geschlossene Räume als problematisch empfunden werden und auch ein Stück weit mit gewissen Einschränkungen verbunden werden in den nächsten Jahren, ist alles, was man im Freien machen kann, erledigen kann, durchaus auch, wie gesagt, auch eine Chance, eine Möglichkeit. Ein Bild einfach, das zeigt das polyzentrische Konzept, das die Stadt entwickelt hat, auch in Kooperation, übrigens in enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer. Da geht es um lebendige Zentren, um lebendige Subzentren, die es braucht in einer wachsenden Stadt. Ein gutes Beispiel, wie das dann aussieht in der Praxis, das ist die neue Einkaufsstraße in der Seestadt Aspern.
die im Übrigen von Anfang an gemanagt wurde wie ein Shoppingcenter, obwohl es eine Einkaufsstraße ist. Die habe ich deshalb als gutes Beispiel gebracht, im Übrigen eine Innovation aus Wien als Best Practice, weil wir ja mit der Problematik oft konfrontiert sind, dass neue Stadtteile sehr, sehr lange brauchen, bis die Geschäfte überhaupt besetzt werden, bis sie eröffnen, bis sie einen Mix anbieten, den es braucht, um eben nicht auf das Auto angewiesen zu sein und dort durch kluges, rechtzeitiges Management, das ist einfach auch ein Bild, das zeigt, wie das gemacht wurde seinerzeit, also wirklich, wo jedes einzelne Geschäft und der Mix zugewiesen wurde, wo die Geschäfte in unterschiedlichen Größen waren, auch mit gestützten Mieten für diejenigen, die dort beginnen, dafür gesorgt hat, einfach, dass die Straße, wie gesagt, mit einem guten Nutzungsmix gleich von Anfang an losstarten konnte. Was mich bringt zu meinem dritten Teil oder dritten Erkenntnis, wenn man so will, und die ist mir besonders wichtig, Rethink the Street. Ein Zitat von Jane Jacobs, das sehr einflussreich gewesen ist, also genau genommen eigentlich mein Denken geprägt hat in all den Jahren, ist: The outside of the buildings is the inside of the city. Ja, das Außen der Häuser ist das Innere der Stadt. Und jetzt mehr denn je, wo der öffentliche Raum an Bedeutung gewinnt, erkennen wir, wie wichtig der Straßenraum als öffentlicher Raum für unser aller Alltagsleben wird. Das bedeutet aber auch, dass der Nutzungsdruck massiv steigen wird in den nächsten Jahren. Wir sehen hier einfach Beispiele, durch die ich jetzt sehr schnell führen werde, für verschiedene Arten von Nutzungen, derer es einige gibt in Wien mit großem Erfolg. Meine These ist, dass viel, viel, viel davon viel mehr an Bedeutung gewinnen wird in der kommenden Zeit. Also hier sind es Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, wie man den Platz, den vorher zwei Autos zum Parken genutzt haben, in ein Parklet verwandelt hat. Hier ist noch ein solches Beispiel. Und noch ein solches Beispiel ohne Konsumzwang. Aber natürlich die guten alten Schanigärten werden ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich auch, wie viel Raum braucht es jetzt im Freien, wo einfach auch, wie gesagt, sehr viel von dem, woran wir gewöhnt waren, in geschlossenen Räumen nicht mehr so gut möglich sein wird. Ein einfaches Beispiel für eine solche Nutzung des öffentlichen Raums ohne Kosten und ohne viel Aufwand, aber auch ein Neu-Überdenken, wie gesagt, welche Nutzungen kann es geben an Orten, die bis jetzt einfach nicht genutzt wurden zu anderen Zwecken, außer um vielleicht durchzugehen. Das Beispiel übrigens eines Marktes, der von den Bürgerinnen und Bürgern selbst organisiert wird, im 8. Bezirk. Temporäre Nutzung in der Straße, also ein Beispiel für eine Wiener Spielstraße. Und das Bild, das ebenfalls, glaube ich, ziemlich lange brauchen wird, also das mit dem einen Meter wird ein bisschen schwer gehen. Trotzdem ein Bild, das einfach zeigt auch die Bedeutung von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Genau in Zeiten, in denen ob der Restriktionen Kunst und Kultur in geschlossenen Räumen mitunter schwierig sein wird. Warum nicht also im Freien? Auch nur Bilder sind nur Teaser. Das alles kann jetzt nicht so sein, aber es zeigt einfach, wie eine Stadt dieses Leben anders organisieren kann in dem Moment, wo einfach der öffentliche Raum neu gedacht wird und auch der Straßenraum als Lebensraum entdeckt wird. Zusätzliche Räume schaffen, vor allem in dichten Gebieten, also das Beispiel der Winterterrasse. Ja, und dann natürlich auch das im Herzen all dessen, der Wiener Grünraum. 53% unserer Fläche sind Grünräume. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass es auch so bleibt. Und neben den neuen zusätzlichen Grünräumen, die entstehen in neuen Stadtteilen, bin ich darauf eingegangen, also großzügige, große, nutzbare, wie gesagt, zugängliche Grünräume. Darüber hinaus spielt die Landwirtschaft in Wien eine große Rolle. Ein Beispiel, 3 Millionen Flaschen
Wein, exzellenter Weißwein noch dazu pro Jahr, die innerhalb der Wiener Grenzen produziert werden. Aber ich bin hier an der BOKU, also ich brauche hier nicht zu erzählen, 100% zum Beispiel unserer Bedürfnisse an verschiedene Gemüsesorten in der Saison. Es gibt nicht viele Städte, die Landwirtschaft innerhalb der eigenen Grenzen haben. Und das ist natürlich auch ein Asset, der eine besondere Rolle spielt, auch und gerade jetzt. Hier Beispiele einfach auch für die Bedeutung der Grünräume, vor allem, wie gesagt, jetzt auch in der Krise, aber einmal mehr und vielleicht bleibe ich auch kurz hier. Was wesentlich ist unter den Entscheidungen der Stadt, ist das Grünraumnetz. Da geht es darum, die Grünräume miteinander zu verbinden, ein Netz entstehen zu lassen, wo man den nächsten Grünraum immer innerhalb von maximum 300 Meter von jeder beliebigen Adresse in Wien erreichen können muss. Eine schöne Vision, ein schöner Plan für die Zukunft und meiner Meinung nach genau der Weg, den man gehen muss, auch mit Blick darauf, dass Wien eine von drei Städten ist, neben Athen und Mailand, die prognostizierterweise an der Sommerhitze sehr viel zu leiden haben werden in den Jahren, die kommen. Damit bin ich schon gegen Ende meiner Ausführungen. Ich bleibe kurz beim Thema Walkability, also zu Fuß gehen. Klar ist, dass der öffentliche Verkehr ein Thema, ein sehr spannendes Thema bleiben wird nach der Corona-Krise. Und so sehr die Bahn zum Beispiel gegenüber der Luftfahrt profitieren wird, unter Anführungszeichen. So sehr gibt es auch die Befürchtung, dass wir uns schon wieder Richtung Auto bewegen. Eine sehr, sehr intensive Debatte aktuell weltweit, ob die Corona-Krise schlussendlich sozusagen die Rückkehr des Autos in den Städten bedeutet, mit allen Folgen. Während gleichzeitig übrigens auch die Forderung nach sauberer Luft eine wird, die immer, immer drängender gestellt wird und auch eine drängende Debatte in sehr vielen Städten aktuell. Ein Foto aus der Pekinger Verkehrsleitzentrale, alles, was sich ein Verkehrsstadtrat wünschen kann und trotzdem allgegenwärtiger Stau. Die Alternative, auch ein Blick übrigens auf die Model Split-Zahlen Wiens, und das, was sich die Stadt vorgenommen hatte, nämlich bis 2025 80% sozusagen im grünen Verbund zu haben. Das heißt, also zu Fuß gehen, Radeln, öffentliche Verkehrsmittel, nur mehr 20% Autoanteil. Aber in diesem Mix spielen die öffentlichen Verkehrsmittel eine zentrale Rolle mit 39%. Und die Frage ist, was können wir tun? Was nehmen wir mit? Wie wollen wir das handhaben in der nächsten Zeit? Nun sage ich, eins ist klar, mit einem der dichtesten Verkehrsnetze der Welt, das auch aktuell ausgebaut wird, und der Jahreskarte, die uns natürlich auch in Sachen Leistbarkeit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die öffentlichen Verkehrsmittel verschafft, geht es darum, trotzdem mit Blick auf die nächste Zeit die öffentlichen Verkehrsmittel ein Stück weit zu entlasten. Das kann man machen, indem man in den Radverkehr investiert. Eine aktuelle Debatte übrigens in allen Städten weltweit, übrigens heute aus Athen. Ich hätte nie gedacht, dass aus Athen der Ruf kommen wird, dass man nun Radwege, ein Radverkehrsnetz schleunigst sozusagen entstehen lassen muss. So sieht unser Radverkehrsnetz aus. Was man rot hier sieht, sind noch die Lücken. Und es wird daran gearbeitet, jedes Jahr, dass diese Lücken, die es noch gibt, weniger werden. Und schlussendlich, wie gesagt, das Gehen. Das Gehen als eine Möglichkeit, nicht nur gesund zu leben, sondern darüber hinaus, gerade jetzt, wo es heißt, stay in the neighborhood, wie gesagt, gerade jetzt, wo sehr, sehr viele Menschen gerne entscheiden würden, Wege zu Fuß zurückzulegen, braucht es Infrastruktur, erforderliche Infrastruktur. Wir sehen hier das Konzept der Wiener Fußgängerboulevards. Das sind Langstrecken,
die es ermöglichen sollen, dass Menschen, die das wünschen, wirklich kilometerlang in der Stadt und durch die Stadt unterwegs sein können, immer mit optimalen Bedingungen, das heißt breite Gehsteige, Beschattung, Sitzgelegenheiten, Wasser entlang des Weges und vieles andere mehr. Also erneut sozusagen die Netzwirkung. Der Donaukanal, ein Beispiel ebenfalls für eine Stadt, die vorgesorgt hat in diesem Bereich, dass diese Route auch tatsächlich fürs Zu-Fuß-Gehen nutzbar ist. Mit übrigens einem sehr, sehr guten Masterplan, der auch darauf schaut, dass es nicht zu einer Überkommerzialisierung kommt, sondern dass ausreichend Raum bleibt für andere Nutzungen und wie gesagt auch und insbesondere für das Zu-Fuß-Gehen. Die erste oder eine der ersten Begegnungszonen in Wien, die Wehrgasse, die einfach eine gute Lösung zeigt, wie man umgehen kann in Gegenden, in denen die Gehsteige zu schmal sind. Wie schafft man ausreichend Platz für das Zu-Fuß-Gehen, für andere Nutzungen auch. Und dann natürlich die, würde ich sagen, jetzt in Wien berühmte Maria-Hilfer-Straße vorher und nachher. Als gutes Beispiel wieder dafür, wie man Platz schaffen kann und wie man, und das bringt mich zu meiner sechsten These, eigentlich zur Belebung auch der Wirtschaft. Man sieht, dass aktuell weltweit diskutiert wird, dass eben dieser neue Trend, alles im Auto zu machen, zu einer Art Drive-in-City führen kann. Ein Webinar vergangene Woche, an dem ich teilgenommen habe, da wurde allen Ernstes diskutiert, also Drive-in-Restaurants, Drive-in-Kino, Drive-in-Hochzeiten gibt es sowieso in den USA. Ja, alles Mögliche als Drive-in, aber das, wie gesagt, jetzt als Lösung für die Zukunft. Ich meine, dass es, wie gesagt, besser ist, im öffentlichen Raum dafür zu sorgen, dass insbesondere kleine Geschäfte, die derzeit natürlich sehr zu leiden haben, auch unter dem Internethandel, die Möglichkeit bekommen, dass das Einkaufen erneut ein Erlebnis wird. Das heißt, wir sehen hier wieder, es ist eine Frage des Platzes, es ist eine Frage von Nutzungen der Straße, es ist eine Frage von Raum beispielsweise, um zu warten vor einem Geschäft, bevor man eintreten kann. Wir sehen hier die neue Rotenturmstraße wiederum als Beispiel einer Neugestaltung und wie man einfach Raum, wie gesagt, schaffen kann für andere Nutzungen auch. Und last but not least natürlich das Thema Logistik, ein Bild für die Bedeutung des Cargo Bikes und genau in einer Zeit, in der die Tendenz es ist, in Richtung Deliveries zu gehen und sich alles nach Hause schicken zu lassen, indem auch immer mehr Geschäfte, Lokale auf Delivery umstellen, den Fokus einfach zu legen auf die Art und Weise, wie die Güter, wie gesagt, also für diese letzte Meile transportiert werden, auf eine kluge Art und Weise, die das Innere der Stadt nicht zerstört. Lokales wird effizient, also Lokales ist effizient und lokale Produktionsketten und Produktionswege gewinnen an Bedeutung. Beispiel für Community Farming. Noch ein Beispiel für eine äußerst effiziente Art und Weise, apropos Natur in transformierter Art und Weise in die Stadt zu bringen. Eurogate 2. Wiederum ein Beispiel, wie man das alles übersetzen kann in die neue Zeit und wovon man mehr braucht in Zukunft. Sei gesagt auch an dieser Stelle, dass Wien ja aktuell Weltmeister ist im Passivstandard, im mehrgeschossigen Wohnbau. Auch das ist etwas, denke ich, wo wir in Richtung Zukunft mitnehmen und ausbauen wollen. Die Bürgerinnen und Bürger Solarkraftwerke. Wieder als Beispiel und als Sinnbild, wenn man so will, für dezentrale Energieproduktion und schlussendlich auch das, was jede Stadt braucht, Bottom-up-City nenne ich es, eine aktive Community. Das heißt, sich dessen auch zu besinnen, dass eine aktive Community nicht nur
einen Sinn macht in Zeiten der Krise, im Sinne jetzt mit Blick auf die Zukunft, der besseren, der noch besseren Versorgung beispielsweise von Nachbarinnen und Nachbarn, von Menschen, die Unterstützung brauchen. Im Sinne einer Stadt, die hoffentlich eben auch wenn Homeoffice und insbesondere wenn Homeoffice immer mehr zu einem Trend wird, Leben, voller Leben sein will, sich treffen will an Nachbarschaften, die voller Leben sind und nicht Pyjama-Orte, nicht zu Pyjama-Cities, also für kommen. Das alles braucht aktive Community vor Ort, die auch das Leben in der Nachbarschaft ein Stück weit auch organisiert und am Rennen hält. Und ein wunderbares Beispiel dafür, welche Ideen aktive Communities haben, in Wien, und wie sie aber auch unterstützt werden können und unterstützt auch werden müssen seitens der Stadt. Sei es mit kleinen Förderungen, um die eigenen Ideen entwickeln zu können, oder sei es aber auch mit Musterverträgen, damit das alles möglich wird, ist das letzte Beispiel, das ich mitgenommen habe aus Wien, was sich bewährt und was auch in nächster Zeit unser Leben hier in Wien ein gutes machen wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eine lebhafte Debatte. Ja, ganz herzlichen Dank für den sehr ausführlichen Bericht über die Vorteile der Stadt und die Erfolge der Stadtplanung der letzten Jahre. Man könnte glauben, es kann dem nichts mehr entgegengesetzt werden. Es sind sehr viele verschiedene Themen angesprochen worden von Ihnen, die natürlich alle zu einer komplexen Stadt dazugehören und einer komplexen Stadtentwicklung. Dieses Format hier ist ja, dass Studierende Fragen stellen können, und ich möchte als allererstes der Frau Kasbauer-Christina das Wort übergeben, die als Studierende der Universität für Bodenkultur hier sitzt und zu einem Punkt dazu passt, den Sie angesprochen haben, nämlich zur Landwirtschaft von Ihrem Studium her. Genau, also Dankeschön, Frau Professor Litschka. Ich möchte aber mit einem anderen Thema anfangen als Frage. Und zwar haben wir sehr viele Fragen. Ich mache es jetzt ganz schnell. Und zwar haben Sie das Ranking schon angesprochen von Wien. Wien ist die grünste und lebenswerteste Stadt der Welt. Und hat sie da die Stadt dafür beworben, oder wird es irgendwie, werden da alle Länder oder Städte ausgewählt? Und was glauben Sie, trägt da speziell zu dieser Erreichung bei, dass wir da auf Platz 1 sind, und was sticht besonders heraus? Weil irgendwie müssen wir uns ja unterscheiden. Und wo sehen Sie in Zukunft Möglichkeiten zur Verbesserung, dass wir den Platz 1 halten und dass wir uns auch noch weiter verbessern? Gut, man bewirbt sich nicht. Diese Rankings werden regelmäßig gemacht, und man kann auch durchaus auch kritisch sein ihnen gegenüber. Man sollte skeptisch sein, jedenfalls immer, wenn Livability mit Punkten gezählt wird. Ich bin's. Dennoch macht es einen Sinn, sich da genau anzuschauen, was sind die Faktoren, wieso man so gut gerankt wird, und vor allem, und das finde ich besonders, wie kann es sein, dass Wien nicht ein- oder zweimal heraussticht, sondern zum Beispiel jetzt im Mercer seit 10 Jahren ungebrochen Nummer 1 hat. Meines Erachtens ist es im Wesentlichen der geförderte Wohnbau, der dazu beiträgt. Allerdings, und ich glaube, das macht uns wirklich besonders, das ist unsere USP weltweit. Es sind nicht nur die Zahlen. Ich meine, 62% der Wiener Bevölkerung wohnt, wie gesagt, in Gemeindewohnungen oder geförderten Wohnungen. Das sind nicht Zahlen, die man weltweit irgendwie leicht noch einmal findet. Meines Erachtens ist es aber auch die Qualität, die damit verbunden ist. Das heißt, die Freiraumplanung, die Grünraumplanung, die damit einhergeht, ich habe es vorhin auch erwähnt in meinem Beitrag, die Balkone, die halböffentlichen Räume, die gemeinsam genutzten Räume, die Swimmingpools am Dach. Es ist so viel, das bei uns sozusagen im Paket des geförderten Wohnbaus enthalten ist. Und ich glaube, wie gesagt, dass es das ist schlussendlich, das dazu beiträgt.
Danke. Ich möchte eine Frage anschließen, die ein Herr Mario A. geschickt hat. Das ist eine sehr konkrete Frage, die vielleicht zu konkret ist, nachdem Sie nicht mehr in der Stadtplanung selber in Wien jetzt aktiv tätig sind. Die Frage lautet, im Viertel 2 müssen da nicht auch Grünflächen für Anliegerwohnungen umgewidmet werden? Ich möchte kurz das vielleicht einpacken in eine etwas größere Frage, nämlich die Flächenkonkurrenz. Also es hat jetzt sehr vieles gegeben, was Sie erwähnt haben, wo Wien sehr gut dasteht, zweifelsohne. Aber letztlich ist ja das immer eine politische Entscheidung, wem die Fläche zugeordnet wird. Wir haben eine Untersuchung gemacht, dass Wien zum Beispiel relativ schlecht dasteht bei den Straßenbäumen, noch schlecht dasteht. Ich glaube, die Tendenz geht in die richtige Richtung. Also in Wien sind in 3 von 10 Straßenbäume, in Kopenhagen zum Beispiel in über 8 Straßen. Ja, das heißt, das ist also ein Drittel, wenn man es grob rechnet. Und da gibt es schon noch sehr viel zu tun. Es gibt in Wien den größten Anteil an Parkplätzen, an Flächen, die für Parkplätze zur Verfügung stehen, im Vergleich zu vorbildhaften anderen Städten, muss man natürlich dazu sagen. Und die Frage an Sie jetzt auch als politisch denkende Person, wie kann man dorthin kommen, dass diese Flächenbalance zugunsten der die Lebensqualität unterstützenden, auch durchaus mit Natur versehenen Flächen ausfällt. Was kann man politisch da machen? Gut. Also zur ersteren Frage kann ich leider nichts sagen. Und ich bitte auch um Verständnis, dass ich auch keine Fragen beantworten kann, die sich beziehen würden auf das, was die Stadtentwicklung jetzt tun oder lassen soll. Ich bin nicht da, um den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen Ratschläge zu geben, jetzt, wo ich selber nicht dafür hafte und daher mir jetzt alles sehr leicht fällt. Aber zur zweiten Frage, das ist durchaus eine, die ich durchaus auch selbstkritisch sozusagen beantworten kann und auch muss. Ich denke, sieht man sich momentan auch im internationalen Vergleich an, wo gibt es Städte, die wirklich sich vorgenommen haben, Baumpflanzungsprogramme, wo man denkt, wow, ja? Die Emirate sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, da hat man sich echt vorgenommen, ich glaube in Abu Dhabi sind es an die 7 Millionen Bäume, die man pflanzen will innerhalb eines Jahrzehnts. Das ist sehr beeindruckend, aber total anders sozusagen von der Entscheidungsstruktur als Städte, die dezentral agieren. Und wo sozusagen und auch dankenswerterweise, muss man auch ehrlicherweise sagen, die Entscheidungsstruktur eben divergiert und du dann so wie in Wien hast, also Bezirke, die immer eine eigene Welt sind und die jeweils einfach andere Rahmenbedingungen vorfinden. Dazu kommt natürlich in Wien erschwerend die Problematik der Einbauten, die in der Vergangenheit nicht mit Blick darauf, dass es später Bäume brauchen wird, gelegt wurden und die jetzt uns leider sehr oft konfrontieren mit sehr hohen Kosten wegen der Einbautenumlegungen, wenn man Bäume pflanzen will. Das ist die Antwort ist, es ist, glaube ich, ein Bewusstseinsbildungsprozess. Und es ist auch ein Prozess, in dem man sich sehr viel Mühe geben muss, um alle Akteurinnen und Akteure, die hier etwas zu entscheiden haben, zu überzeugen und mit auf diesem Weg zu nehmen. Und es ist, glaube ich, auch ein Weg, wie gesagt, wo man in Wien auch schon Fortschritte macht. Aber klar, ich denke, dass die Sommer, die noch auf uns zukommen, werden schlussendlich diesen Entscheidungsfindungsprozess sehr stark beschleunigen. Ja, da möchte ich vielleicht gleich anknüpfen, weil natürlich ist es auch sichtbar, dass in Wien sehr viel gemacht wird, verändert wird, zum Guten auch. Aber es ist auch sichtbar, dass natürlich die Verdichtung sehr stark zunimmt, dass die Flächen bebaut werden, dass Lücken geschlossen werden, auch in der Bestandsstadt. Also sehr viele von Ihren Beispielen haben sich ja in der Stadterweiterung eigentlich abgespielt, wo es vielleicht noch leichter ist, auch neu zu konzipieren. Auf der einen Seite hängt damit zusammen die Frage, wo quasi diese Grünräume sich befinden, weil 50% ist sehr schön, aber wir haben in den Innenstädten natürlich viel, viel, viel weniger Grün, in den inneren Stadtteilen. Und die Frage, was sind neue große Projekte,
die Sie sich vorstellen können, vielleicht auch aus dem internationalen Vergleich, wirkliche Leuchtturmprojekte, so wie die Donauinsel beispielsweise oder so wie, wie das Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel, das 1912, seit 1912 wirksam ist, von dem wir immer noch profitieren. Wo sind diese großen Würfe? Wenn ich ehrlich bin, ich sehe es ein bisschen anders wie Sie. Ich glaube nicht, dass es den großen Wurf braucht jetzt im Sinne jetzt des neuen riesigen Grünraums, den man schafft. Wiewohl, wie gesagt, auch derzeit einiges an neuen, zusätzlichen, großen Grünräumen geplant sind. Und damit meine ich nicht nur jetzt die ganz großen, die 7 Hektar großen Parks jetzt, ja, in den neuen Stadtteilen, sondern etwa die Neugestaltung des Rendezvousbergs oder den Norbert-Schedwald, um jetzt ein Beispiel zu geben, für neue, große Grünräume, die entstehen. Ich glaube aber, dass es, was es wirklich braucht und der große Wurf, von dem ich träumen würde, sind eher tatsächlich die kleinen, miteinander verbundenen, vernetzten Grünräume im Inneren der Stadt. Denn schließlich in den dichten Teilen der Stadt ist der kleine Grünraum, den man unmittelbar vor der eigenen Tür oder, wie gesagt, in kurzer Gehdistanz nutzen kann, genau das, was meiner Meinung nach den Unterschied ausmacht. Und mehr noch, ich glaube, dass es das Netzwerk ist, das schlussendlich die Wirkung entfacht. Das heißt, wovon ich träumen würde, wären viele kleine Parks, im Übrigen auch Entsiegelung der Innenhöfe. Wir haben ein großes Versiegelungsproblem in Wien und sehr, sehr viele Innenhöfe, vor allem in Gründerzeitvierteln, in denen eigentlich Autos parken, wo man sich eigentlich anschauen müsste mit Blick auf das, was kommt. Wie kann man diese Grünräume auch nutzen und teilweise auch zugänglich machen? Darüber hinaus aber, wie gesagt, geht es mir darum, dass das alles miteinander verbunden wird über eben lineares Grün. Was ja auch ein großer Wurf sein kann. Das meine ich ja. Und das ist dann eigentlich für mich der große Wurf, bestehend sozusagen aus hunderten kleinen. Ja, genau. Also wir haben da jetzt gerade noch eine Frage bekommen. Warum wird von Stadt und Natur immer als Gegensatz gesprochen und braucht es nicht neue Bilder, die diese Begriffe vereinen? Ich sehe auch keinen Gegensatz. Ich sehe nur, dass Natur in der Stadt auch mitunter einen gewissen Transformationsprozess braucht und auch einen Transformationsprozess umgekehrt auslöst. Deswegen spreche ich immer von Transformationsprozessen für Städte, die bedeuten ein Stück weit, dass man die Natur zurückholt. Und ich hoffe, dass die Bilder oder zumindest manche der Bilder, die ich gezeigt habe, verdeutlichen, wie es aussehen kann. Aber bleiben wir dabei, ich glaube, die Highline in New York, also es gibt nahezu kaum noch eine Stadt derzeit, die nicht ein wunderbares Beispiel hat dafür, wie man es machen kann und was es bedeutet. Gut wäre es nur, wenn es nicht bei diesen Pilotprojekten bleibt, die alle kennen, sondern wenn, wie gesagt, im Kleinen, in jeder Nachbarschaft solche Räume da sind. Ich möchte noch auf etwas eingehen, was diese Corona-Zeit jetzt eigentlich ganz deutlich macht, nachdem Sie ja für Bürgerbeteiligung zuständig waren und auch, glaube ich, gebrannt haben, würde ich, oder vielleicht immer noch brennen, das weiß ich nicht. Was man jetzt sieht allerdings aufgrund dieser Einschränkungen ist, dass es eine sehr, sehr, sehr große Welle an Aneignung des öffentlichen Raumes gibt, der nicht von vornherein den Personen zugestanden war, also Gehsteige beispielsweise, sogar auch Parkplätze oder Fahrbahnen. Also etwas, was aus Eigeninitiative entsteht, vielleicht schon aus der Not heraus, aber auch eine kreative Methode darstellt, die vollkommen ohne dieses Partizipationsschema auskommt. Und es gibt auch Initiativen, mehr Platz beispielsweise, also es gibt schon auch etliche, die sich dafür einsetzen, dass sich noch mehr verändert. Und die Frage ist jetzt, kann man aus Corona vielleicht auch lernen, dass die Eigenständigkeit zu unterstützen ohne große Formate der Beteiligung auch andere Wege findet? Ich glaube ja. Ich glaube auch da zeigt Wien, wie es gehen kann.
Genau genommen, wenn ich so überlege, was sind so Best Practices aus Wien, die wir am häufigsten exportiert haben. Das eine ist die 365 Euro Jahreskarte, das zweite aber, wenig beachtet hierzulande, ist die sogenannte Grätzl-Oase. Die Grätzl-Oase ist eine Mini-Förderung, die über die lokale Agenda 21 ausgeschüttet wird, wo jede und jeder, der eine Idee hat, wie kann ich meine eigene Nachbarschaft ein Stück weit transformieren, so ein kleines untergenutztes Eck, 4.000 Euro bekommen kann als Förderung, um die eigene Idee umzusetzen. Meistens sind das Parklets, aber nicht nur, also so neue Freiräume, die entstehen dort, wo vorher zwei Autos geparkt haben. Und die wesentliche und einzige Bedingung ist, dass es zugänglich sein muss für alle, nutzbar sein muss für alle und ohne Konsumzwang. Und spannend ist zu sehen, wie innerhalb von wenigen Jahren über 300 solche Projekte in Wien gefördert wurden und entstanden sind. Also wie das wirklich richtig sozusagen wie ein Lauffeuer sich ausbreitet. Und schlussendlich, wie die Stadt unterstützt, nicht nur mit Geld, sondern vielmehr mit einem Mustervertrag, der die Nutzung des öffentlichen Raums, ohne dafür zahlen zu müssen, ermöglicht und wesentliche Haftungs- und sonstige Fragen klärt. Was ich also meine ist, eigentlich ist es Aufgabe der Stadt, ein Stück weit, und zwar, ich meine jetzt jeder Stadt, ja, ein Stück weit zu sehen, was eine eigene Initiative da ist und das, was da ist, sich zunutze zu machen und zu unterstützen und zu erleichtern. Ich bin überzeugt davon, dass von dem viel, viel, viel mehr apropos Transformationskraft ausgeht, als von großen sozusagen Top-Down-Plänen, die die Stadt mit Riesengeld und Riesenaufwand und Riesen-Stakeholder-Verfahren irgendwie versucht umzusetzen. Dankeschön für die Antwort. Ich hätte noch eine Frage zur Bauweise und Sie haben vorher von dem ökologischen Bauen gesprochen und da hätte ich jetzt eine Frage. Was ist nachhaltige Bauweise und vielleicht auch die Nachhaltigkeit in den drei Säulen berücksichtigen? Und die Betonbauten halten weitaus weniger aus als Ziegel und Stein, sagt die Frau Nora Korb. Ich glaube, dass dass schlussendlich, also machen wir es anders, um es auch kurz zu machen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan, fange ich schon mal damit an, also von Holz eigentlich als Baustoff. Ich habe auch in meinen Ausführungen erwähnt, dass ich es sozusagen zu einer der Errungenschaften zähle, dass wir zum Beispiel im Bereich Passivstandard, wie gesagt, eigentlich zu den führenden Städten gehören weltweit, was sozusagen die Passivstandards im mehrstöckigen Wohnbau betrifft. Denke aber auch, dass Hybridbauweise derzeit ein guter Weg sein kann. Zum Beispiel in der Seestadt entsteht, wenn es nicht schon fertig ist, muss ich sagen, ja, ist es schon fertig geworden, das höchste Haus sozusagen, das es derzeit gibt in Hybrid sozusagen Beton-Holz-Bauweise. Ich denke, dass das, was zählt in den nächsten Jahren, ist ein Stück weit auch Experiment zuzulassen. Und vor allem, das habe ich auch kurz erwähnt, hatte aber keine Zeit darauf einzugehen, auch, wie gesagt, das Temporäre, das Modulare und das Flexible zuzulassen. Wir denken immer, wenn wir von Bauen reden, an Objekte für die Ewigkeit. Und forschen meiner Meinung nach, investieren eigentlich noch viel zu wenig in dem, was eben nicht notwendigerweise für die Ewigkeit gebaut ist, was vielleicht mobil ist, was veränderbar ist, was Materialien nutzt, die recycelt werden. Also man sieht, das Thema ist eigentlich uferlos. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Minute und geben das Wort dann wieder an den Herrn Rektor Hasenauer. Aber jetzt noch ganz kurz eine letzte Frage, weil etliche Fragen dazu gekommen sind zum Heumarktprojekt. Ich möchte, also wir sind nicht der gleichen Meinung, das wissen wir schon, aber
Was würden Sie rückblickend anders machen? Was würde ich? Puh, alles. Aber das ist eine philosophische Frage. Ich sage immer, wenn man die Chance hat, etwas anders zu machen, sollte man sie immer nutzen. Und wenn man zweimal dasselbe Ding tun kann von vorne, ist man gut beraten, nur das zu behalten, was man gut gemacht hat und ansonsten diese Chance zu nutzen, um sehr viel anders zu machen. Ich denke, auf alle Fälle, jedenfalls also mit Blick auf was war, wann, wie und zu Beginn aller Dinge, womöglich wäre es erforderlich gewesen, die Frage der Höhe abschließend zu klären, bevor man in den Wettbewerb geht. Und nicht einen Wettbewerb sozusagen zu haben, in dem offensichtlich diese eine Frage noch verhandelbar ist. Denn hast du mal ein Wettbewerbsergebnis, ist nachher sozusagen das Nachjustieren, wie man auch sieht, aus der Erfahrung, nicht nur aus dieser, sondern auch aus vielen Erfahrungen, unendlich viel schwerer. Danke für diese Antwort und auch für die anderen Antworten. Es war, glaube ich, sehr interessant. Es hätte noch sehr viele Fragen auch von Studierenden gegeben, aber leider ist die Zeit um und ich gebe damit das Wort zurück an den Herrn Rektor Hasenauer, der diese Veranstaltung abschließen wird. Liebe Frau Vizebürgermeisterin außer Dienst, danke für diese hervorragende Darstellung, auch wie wir im urbanen Raum, sagen wir mal, ein nachhaltiges Leben ermöglichen. Ich sage selber, als integrationswilliger Wiener war ich immer sehr kritisch der Stadt gegenüber eingestellt, aber inzwischen lebe ich gerne in Wien und es war sehr angenehm zu hören, was Sie alles für Pläne haben und ich hoffe, dass vieles davon auch verwirklicht wird. Also herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Danke auch an die Moderation, Frau Professorin Litschka und auch unsere ÖH-Vertreterin. Danke, dass Sie das hier mitgestaltet haben. Mir bleibt jetzt noch zum Schluss etwas sehr Erfreuliches hier in eigener Sache anzukündigen. Und zwar, wir haben uns sehr bemüht und mit sehr viel Hingabe und Liebe von vielen Personen dem Jubiläum 100 Jahre Frauenstudium an der BOKU gerecht zu werden. Vielleicht viele wissen das nicht, es war ja früher verboten, dass Frauen an einer Universität studiert haben. Vor genau 100 Jahren hat man das ermöglicht. Und übrigens die erste Dame, die an der BOKU ein Studium beendet hat, war eine Forstwirtin, die aus Dänemark stammte, aber in Kärnten einen Betrieb hatte. Also der skandinavische Einfluss hat offensichtlich hier den Bann gebrochen. Und wir haben aus diesem Anlass hier ein Sondermagazin gemacht. Und es würde mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen sich dieses Sondermagazin anschauen. Es war sehr viel Arbeit. Wir haben sehr, sehr verdienstvolle Frauen hier dargestellt. Und es ist auch heute kein Zufall, dass diese Veranstaltung nur von Frauen sozusagen gemacht wurde und die Männer außer jetzt mir gefehlt haben. Und in diesem Sinne wollten wir auch ein klares Zeichen setzen, dass Frauen an der BOKU oder sehr, sehr willkommen sind und man auch ganz allgemein sagen kann, der Aufstieg der BOKU von einer kleinen land- und forstwirtschaftlichen ausgerichteten Universität zu einer der führenden Life-Science-Universitäten wäre ohne die Kreativität und unseren Frauen nicht möglich gewesen. Das können wir ganz klar hier belegen. Und in diesem Sinne danke noch einmal an unsere Damen hier am Podium und danke auch an Sie zu Hause, dass Sie hier mitgemacht haben an dieser Veranstaltung und wir hoffen sehr, dass wir die nächste Studis im Diskursveranstaltung wieder mit Ihnen hier im Hörsaal machen können. Wir hoffen es zumindest, ob es gelingt, kann ich auch nicht sagen.